So, Freunde, wir sind wieder zurück in Ray. Das letzte Mal hier aufgehört in der Wasseraufbereitungsanlage. Ich bin hier einfach mal durch Zufall reingesloppt und will mich jetzt erstmal hier ein bisschen umsehen. Der Technopath ist noch da unten, der könnte ein großes Problem darstellen. Ich würde einfach mal eine MP-Ladung runterschmeißen und mal gucken, was er dazu sagt. Wenn er in Reichweite ist. So, bitte sehr. Findet ihr nicht so knorke? Warum ist denn die Fähigkeit wieder ausgewählt? Er fragt sich natürlich, what's going on here? Alter, zieht er mir so viel Lebensenergie ab, das ist ja unfassbar. Nom nom nom. Leck mich am Arsch. Das gibt's nicht. Okay, du Nasenbär. Was mache ich jetzt gegen ihn? Noch ein bisschen Q-Stahl übrig. Ich habe ja gespeichert, wenn alles schief läuft. Anzug wurde beschädigt. Anzug wurde beschädigt, das ist richtig. Jetzt hau ab. Das gibt es nicht. Vitalwerte kritisch. Diese Technopathen sind die Pest. Solange ich mich nicht von seinem Kugelscheiß treffen lasse, geht's ja. Er kann nur auf Distanz angreifen. Glaube ich, aber ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Da ist noch Elektro auf dem Boden. Sehe ich es jetzt? Hat er das gemacht? Chill, chill. Alles gut. Ich muss ihn erstmal aus dem Weg räumen, ansonsten kann ich mich nicht hier vernünftig umsehen. Der Aufzug will funktionieren nicht. Ich muss es schaffen, ihn irgendwie stillzulegen. Gut kennen funktioniert nicht. Krieg dich. So, kurz checken. So. Anzug ist gut. Ich habe halt nichts mehr an Heilung. Und schon, er hat nicht mehr viel. Er ist so gut wie tot. War's für ihn. Das Geschützdefekt, ja, das habe ich nicht gesehen. Scanne Ziel Teufelmaterial nicht eindeutig identifizierbar. Einen Chipsatz habe ich gefunden. Welches ist denn der neue? Der hier. Integralstruktur. Dein Anzug ist widerstandsfähiger gegenüber Umweltgefahren, die seiner Integrität schaden könnten. Hm.
doppelt noch einen Platz frei. Könnte ich doch nutzen, oder? Nicht? Installieren. Ach, ich hab schon den... Ach, das ist der gleiche. Oh. Okay. Schade. Ich dachte, das wäre irgendwas Neues. Ich habe ja keine Übersicht, beziehungsweise ich weiß ja nicht, was ich für Anzugmods installiert habe. Eine Glue Cannon. Teilerkasten reparieren. Tun wir das. Dann haben wir wieder Strom. So, wir werden erstmal schnell speichern in der Wasseraufbereitungsanlage. Machen wir mal weg. Ein Recycler, aber er hat keinen Strom. Das können wir doch unter Garantie ändern. Oh je. Das denn hin? Oh je. Da unten liegt voll viel Kram, aber... Galvanik-Phantom. Wer das? Noch hat er mich nicht gesehen, ich kann ihn scannen. Scan abgeschlossen. EMP in 0 Wellen und psychisch. Ich habe leider keine EMP mehr. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Das war nicht so clever. Es ist so sauer. Hm? Ach, der Operator. Kann ich auch noch looten. Ich komme in keine der Räume rein, weil hier kein Strom ist. So, ich habe noch Waffen, die ich zerlegen kann. Noch irgendwas aufgenommen. Mit Glue Cannon habe ich eine zweite. Ja, hier. Zerlegen. Verbesserungskits habe ich zwei. Ich kann ein bisschen was in die Pistole geben. Präzision. Für die Präzision verbessert sie beim Schleichen und Zoomen. Erhöht die effektive Reichweite von Pistolen, bevor die Feuerkraft nachlässt. Okay. Nehme ich. Verbessern. Schussdauer. Das können wir auch noch verbessern. Dann haben wir den Q-Strahl auch upgegradet. Und ich habe wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Okay. Da komme ich nicht durch. Ein Technik-Operator korrumpiert. Ist noch da drin. Die ist auch zu. Also, irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich komme hier nicht besonders weit. Er ist noch da unten. Könnt ihr wieder ein bisschen piesacken. Au, 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 au. Wir können natürlich auch runter zu ihm oder nimm ein treues Geschütz und stell's wohin. Vielleicht kann das Geschütz vom Rand aus runterfeuern. Das wäre natürlich super geil. Fehler.
Charakteranpassung benötigt. Ich mache nochmal eine Schnellspeicherung. Hui. Bin ich hier? Bin im Schacht, aber... Ah ja. So. Mein Blatt. Na super. Das wird nicht gut ausgehen für mich. In der Falle. Keine Lebenszeichen. Ich kann ihn töten. Es ist nur ein bisschen umständlich. Oder ich piesacke ihn noch ein bisschen von hier oben. Mal gucken, was das Geschütz sagt. Tja, die Disruptor Taser-Pistole wird ihn wohl nicht töten können. Vielleicht habe ich Glück mit dem Q-Strahl. Weggewämst. Er sieht mich nicht. Okay, ich bin hier losgeworden. Perfekte Gelegenheit, um jetzt mal runterzugehen und zu gucken, was da ist. Abfallaufbereitung. Aalreste zum Henker. Hm. Was wollen die denn mit Aalresten? Notiz. Küchenchef Mitchell erwartet diese Dinger rechtzeitig, sonst wirft es das ganze Wochenmenü durcheinander. Die Hälfte ganz, die andere geschlachtet für Sülze. Und dann sehen wir hier noch einen Wochenplan. Ah, lecker. So, jetzt stelle ich mir die Frage, wie komme ich wieder nach oben? Oh nein. Funktioniert nicht. Ich fliege von unten ran, das muss anders laufen. Na, komm schon. Ja. Wuhu.
Ich habe aber noch irgendwo ein Phantom gehört. Komm mal mit. Wo war er? Oder wo könnte er sein? I can't really tell. Ist zu. Warum? Fehler. Charakteranpassung benötigt. Was haben wir denn da? Zum Lesen. Ah. Energieversorgung einschalten. Den für die Genehmigung dieses Antrags zuständige Vorgesetzte bescheinigt, dass alle Sicherheitsfaktoren vorschriftsmäßig beachtet wurden. Beantragte Abteilung Psychotronik. Antrag gestellt von Dr. Tobias Frost. Arbeitsbereich. Wasseraufbereitungsanlage, Lebenserhaltung. Durchzuführende Tätigkeit. Installation von psychoaktiven Partikelinjektor. Nachfolgend PPI. Ich beantrage die Implementierung des PPI in der Wasserversorgung der Station. Im Wesentlichen wird der PPI die Zusammensetzung des Trinkwassers in regelmäßigen Intervallen um 1 bis zu 1 Million mit exotischen Partikeln anreichern. Die Aufnahme dieses Wassers sollte positive Auswirkungen auf das psychoaktive Potenzial nach sich ziehen. Genehmigung von Dr. Hans Kelstrop. Unterschrift eines Direktors erforderlich? Nein. Okay. Psychowasser, neues Ziel. Suche nach dem psychoaktiven Partikelinjektor. Dann tun wir das. Ah, hier ist immer noch Halligalli mit Strom. Aber wir haben den Strom wiederhergestellt und können uns einfach hier mal ein bisschen umsehen, weil die Türen jetzt auch aufgehen. Gehen wir mal nach oben. Halt! Der Recycler. Das sollte mein erstes Ziel sein. Oh ja, genau. Ich höre dich doch. Gott übertragen. Frage ist, wo ist er? Ich habe halt kaum noch Munition oder sonst irgendwas, um es mit ihm aufzunehmen. Hoffe mal, dass er nicht mir direkt in die Arme läuft. Ich wette aber, er ist in diesem Raum dort. Natürlich ist er das. Ungünstig. Was nun? Wo ist er hin? Bringt das was? Ich kann ihn nicht töten. Ah, ist das ätzend. Hier damit überhaupt Schaden zu fügen? Nein. Ich bin hier einigermaßen sicher, aber nicht mehr lang. Sollte verschwinden. Habe ich das Geschütz gelassen? Unten. Ich brauche das Geschütz. Dringend. Ansonsten habe ich keine Chance. Kommt er?
Wie er kommt. Ups. So, zeig's ihm. Forschung abgeschlossen. Halt nichts mehr, um ihm irgendwas entgegenzusetzen. Er hat nicht mehr viel HP, ich könnte es wagen. Damn! Das Geschütz war meine Rettung, ey. Uff. Pief. Es hätte schlimmer ausgehen können. Ich hätte tot sein können. Na gut. Jetzt kann ich mich hier immer in Ruhe umsehen. Weiß Broadway, Passwort. Kenne ich nicht. Könnte es hacken, theoretisch. Was? Aalbeckensteuerung entsperren. E-Mail. Ich mache mir Gedanken. Bryce, ich stand immer hinter dir, aber jetzt gehst du zu weit. Du musst dich zusammenreißen. Es fällt den Leuten schon auf, Bryce. Leute, die höher in der Nahrungskette stehen. Hör auf, Dr. Cole aus dem Weg zu gehen und sprich einfach mit ihm. Ich glaube fest daran, dass du das schaffen kannst. Lass mich dir helfen, M. Alkohol im Dienst. Hallo Price, ich habe erfahren, dass sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Ich kann in erster Lange gar nicht genug betonen, wenn sie ihren Dienst auf der Station unter Einfluss von Alkohol ausführen. Ich habe ihnen ein Rezept ausgestellt. Nehmen Sie die Medikamente, verzichten Sie auf Alkohol und bleiben Sie im Besatzungsquartier, bis wir uns treffen können. Sie sind vorläufig von Dienst suspendiert, mit Chief Elias Zustimmung. Matthias oder Matthias. Danke, Wodka. Das war das Passwort. Ja, gut, hab ich auch so gelöst. Das ist eine Zeichnung von den Aalen. E-Mail. Ach, Protokolle. Hallo, Abby. Bitte achte darauf, dass dein Team extrem sorgfältig mit den Frachtmaschinen umgeht. Wir haben letztens eine leere Flasche Old Sadar Bourbon in einer Ladung Aale entdeckt und ich nehme an, dass sie von jemandem aus unserer Abteilung ins Becken geworfen wurde. Niemand will in seiner Unagi-Rolle auf Glas beißen oder auf irgendwas anderes. Die machen Sushi daraus. Okay. Nun, jetzt habe ich hier den Typhon besiegt, aber viel hat mir das nicht gebracht. Da war ja er noch. Okay. Was ist denn hier auf der obersten Ebene? Nichts mehr, das habe ich schon gelootet. Da komme ich nicht durch, nur von der anderen Seite. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Der war leer. Oh, ich gehe nochmal zum Recycler. Dann ein bisschen Material da reinballern. Hey. Das wollte ich nicht. Oh.
viel jetzt nicht, aber es hilft. So. Ich glaube. Hier kann ich erstmal nichts tun. Jetzt muss ich nach oben. Oder nach unten. Aber hier war ich ja schon. Ah, das konnte ich nicht bedienen. Alle entnehmen. Ist das die Quest jetzt? Großer Mimik. Oh, die Glukanone ist auch leer. Verdammt. Vielleicht kann ich ihn damit eine schmieren. Er ist gestunt, definitiv. Und dann kann ich ihm schön eine zwiebeln. Wir haben Price Broadway gefunden. Ausgedruckt aus Speicher 13. Punktalos, bla bla. Price Broadway. Von Abigail Foy an Price Broadway betreff Aalbecken Vorgehensweise Price. Alle sind sehr gute Abfallverwerter, aber manches können nicht mal sie fressen. Daher müssen wir jeden Monat das Becken säubern. Lassen Sie erst das Fangprogramm laufen, um alle ausgewachsenen Aale herauszuholen. Das Programm finden Sie am Beckenterminal. Wenn das erledigt ist, können Sie ins Becken. Ich würde Ihnen empfehlen, das Wasserventil zu schließen, wenn Sie nicht gerade in der Toilettenspülung Ihrer Kollegen duschen wollen. Passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Alle sind quasi blind, aber sie haben fiese Zähne. Und dem Wasser wollen sie wirklich keine Wunden kriegen, glauben Sie mir, Abigail. Ja, das hat die wohl getötet. Warum leuchten die so komisch? Guck mal, sie bluten. Krass. Cooles Becken. Ich kann rein. Gut. Wäre damit die Quest jetzt erledigt? Guck mal gerade. Schlüssel zum Königreich. Neustart. Psychowasser. Suche nach dem psychoaktiven Partikelinjektor. Okay, den psychoaktiven Partikelinjektor habe ich wohl noch nicht gefunden, wie es aussieht. Ich glaube, wir kommen der Sache mal näher. Alle ausgewachsenen Aale werden jetzt entnommen. Verbleibende Aale haben die Entnahmereife noch nicht erreicht. Okay. Gut. Do not enter. Why? Hey. Chat. Thermal Phantom? Wie, was, wo? Ah, der war noch ein paar Meter weiter oben. In einem anderen Bereich, ja, ja. Kann ich die anderen Becken denn öffnen? Wie komme ich denn da runter? Scanne Zielfehler. Teilmaterial unzureichend. Keine Aktion. Destilliertes Wasser. Das Wasser sieht ein bisschen strange aus. Ich glaube hier, das hier, das Becken könnte der Schlüssel zum Erfolg dieser Quest sein. Dann weiß ich nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Dieses Becken zu öffnen. Muss mal schauen, vielleicht gibt es irgendwo ein Ventil oder irgendwas. Ah, Sekunde. Such mal was. Jawohl. Bin ich hier oben, aber übrigens tut mir das jetzt nicht. Ja, nein, 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 auf dem Rohr.
Oh. Nö. Ich glaube, hier oben versteckt sich nichts. Da ist auf jeden Fall der Raum, in den ich muss. Aber ich komme von hier aus darüber. Da ist die Tür. Okay. So, damit kann ich die schon mal töten. Gut, dass es kein Phantom war. So, vielleicht finden wir hier was über diesen Partikelinjektor raus. Lecker. Neuromods, zwei Stück. Hervorragend. Gibt's lauter Stuff, aber nicht das, was ich suche. Leider. Ja, dass man es nicht zerstören kann, dass ich immer wieder einen Umweg nehmen muss, um da hinzukommen. Gut. Trinkbrunnen. Gib mir ein bisschen Lebensenergie. Einen Punkt, oder? Ich trinke nochmal. Zwei Punkte. Tja, nun. Partikelinjektor. Möglicherweise hat Tobias Frost den psychoaktiven Partikelinjektor. Aber wo ist Tobias Frost? Ich müsste an den Rechner und gucken, wo der ist. Das macht die ganze Sache, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn ich die Mitarbeitersuche irgendwie nutze. Der Computer war auf der anderen Seite, in einem anderen Raum. Weil mehr Räume gibt es hier nicht. Und in die Tanks. Blitz halt, ich krieg halt Schaden dadurch. Lass mal schauen. So, das ist das Ding. Da unten war ich ja schon. Ach, da stimmt, da kam die Aale raus. Ja, okay, alles cool. Ja, und da ist das Wasser. Gut. Aalbeckensteuerung sperren. Ich kann hier gar nicht nach Mitarbeitern suchen. Doof. Ich habe gedacht, das wäre ein Computer, wo das geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier noch irgendwas tun kann. Ich glaube es nämlich nicht. Ich würde nämlich googeln und sagen, ich gehe aus diesem Bereich mal raus. Ich glaube, damit gewinne ich keinen Blumentopf. Noch hier weiter suche. So, jetzt sind wir wieder hier. War nicht irgendwo noch was, so ein Ding, wo ich mir was herstellen kann? Ich bräuchte halt echt mal Medikit. Da. Ja. Super. Das machen wir jetzt noch. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um und dann werden wir die Folge beenden müssen an der Stelle. So. Ich würde aber noch mal gerne was anderes gucken, und zwar Neuromods habe ich jetzt 4 Stück. Hacker 2. Das wäre natürlich auch ein gutes Upgrade, dass ich gewisse Terminals jetzt noch hacken kann. Neurostimulation 2. Erhöht die Effektivität von Psyhypos um 100%. Erhöht dein maximales Psy auf 200. Psychotronik 1. Erlaubt die Installation von 2 zusätzlichen Chipsätzen in deinem Psychoskop. Das kostet halt alles mehr. War denn nochmal Lebensenergie? War das nicht hier? War der Anzug? Ah, hier. Zähigkeit 2. Erhöht deine Gesundheit auf 200 und verlängert deine
Natürliche Lebensdauer um 50 Jahre. Ja. Kostet halt 5. Ich brauche noch 1. Also, ich warte am Ende vielleicht noch, bis ich 1 bekomme. Dann habe ich mehr Lebensenergie. Medikit brauche ich definitiv. Ich muss mir eins herstellen. Let's go. Damit hätte ich jetzt. Ups. 2. Das ist schon mal ein Anfang. Ich brauche definitiv Munition. So, was brauchen wir noch? Mobiles Geschütz nicht unbedingt. Nullwellentransmitter. Cyclerladung, die kosten halt auch einiges. Ja, ich nehme eine mit. So. Eine neuere Mod könnte ich mir herstellen. Dann habe ich aber fast nichts mehr. Aber das ist mir wert, ich tue es. Jetzt kann ich mir nämlich sofort mein Upgrade leisten für mehr Lebensenergie. Will ich. Ja. Tada. So. Ja, das war's dann. Die wichtigsten Sachen wie Schrotpatronen, 9mm Munition geht nicht mehr. Aber ich habe 30 Schuss. Die werden mein Überleben sichern. Leicht. So, ich speichere hier nochmal schnell. Mehrere Ziele, wenn wir nach oben gehen, aber wir müssen auch hier in den Reaktorkontrollraum. Also gehen wir mal in dessen Richtung. Treten in den nächsten Bereich. Ja. Ah, es ist alles so spannend. Geil. Macht echt Laune, das Spiel. Ist super. Ich fühle mich sehr unterhalten, aber es ist echt nicht leicht. Es ist nicht so easy. Ich weiß, sie war nicht oft hier, aber ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Ein Nest. So viel dazu. Die da drin eingeschlossen? Und wieder ein Telepath. Scan abgeschlossen. Die sehen so creepy aus. Schwächen, Explosionen, Feuer und Nullwellen. Immunität, Rückstoß. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich glaube, er sieht mich an, oder? Oh ja, tut er. Radioaktivität. I got you, babe. Das war clever, würde ich sagen. Ein Upgrade. Haben wir da noch? Boah, viel Kram zum Lesen, aber keine Zeit. Sonst noch irgendwas hier? Da unten. Auch nochmal was zum Lesen. Sperrt. Ich habe kein Passwort. Das Ding ist kaputt, was auch immer das war. Yam, yam, yam. Operator anfordern, Technik-Operator. Beantrage neuen Operator. Ja, dann mal raus damit. Moin. Transstar Kobold 410 Technik Operator bereit zur Inspektion. Ihr Arzt ist etwas mitgenommen. Repariere das. Reparatur abgeschlossen.
Voll gut. Kann ich da nicht drauf? Es gibt nichts, wo ich nicht hoch kann. Ich komme. Achtung! Der Telepath wird mir draußen echt richtige Probleme machen. Zum Glück ist er draußen und nicht hier drin. Das Mimik, wo ist es hin? Power Plant. Komm hier nicht rein. Frage ist, wie komme ich rein? Tür ist zu. Aber ich würde gut gelaunt sagen, diese Frage stellen wir uns das nächste Mal bei einer neuen Episode von Prey. Wir sind jetzt hier erstmal am Ende angelangt dieser Folge und ich sage schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich werde jetzt nochmal rausfinden, wie ich durch diese Tür komme. Ansonsten würde ich einfach nochmal ein paar Räume zurückgehen und dann mal schauen, was wir vielleicht noch für Sidequests machen können. Weil die bringen uns ja auch nochmal einiges. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von Prey. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.